Na hallo zusammen, hier ist wieder heute Abend, heute bin ich wieder für euch in The Werewolf Inn unterwegs und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg aus der Kategorie Erkunden und dann Werewolf Inn und hier haben wir das Achievement Bruchstücke der Erinnerung. Für dieses müssen wir folgendes machen: plündert und zerschmettert ein widerhallendes Fragment aus den Weltenseen-Erinnerungen-Events einer einzelnen Zone. Und da haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4 alle Main-Zonen aus der Werewolf Inn. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal diese Fragmente. Ich habe die mir schon alle besorgt. Ihr könnt die theoretisch im Auktionshaus kaufen. Ihr seht, die kosten alle nur ein paar hundert, beziehungsweise die anderen hinten beiden, die haben jetzt 1000 Gold gekostet. Also die sind nicht sonderlich teuer und wahrscheinlich werden die, bis ihr das Video seht, sogar noch günstiger sein. Wenn ihr euch die selber farmen wollt, wie läuft es? Wir haben in jeder Zone abwechselnd diese Weltenseelenerinnerungen. Und wenn ihr die spielt, könnt ihr mit einer gewissen Chance diese Teile gedroppt bekommen. Wie funktionieren die? Naja, ihr braucht erstmal eine Währung, um die starten zu können. Und das ist hier ein strahlendes Echo. Das strahlende Echo wiederum bekommt ihr aus den Tiefen, aus den großzügigen Tiefen, wenn ihr am Ende diesen restaurierten Kassenschlüssel benutzt. Und die restaurierten Kassenschlüssel bekommt ihr aus zum Beispiel den Kisten von einem Theater-Event oder von diesem Wellen-Event hier, Erwecken der Maschinen, oder auch aus Ashkahed von der Eventkiste, oder hier oben gibt es auch nochmal eine Eventkiste, oder in Dornegal haben wir die Weekly-Eventkiste, also aus allen möglichen Eventkisten, und zusätzlich habt ihr noch die Option, die Kastenschlüsselsplitter zusammenzusetzen, dann kriegt ihr die nämlich auch her, und die kriegt ihr unter anderem von WorldQuest, aber auch wiederum raus, wenn ihr das Event hier abschließt, also ihr merkt schon, das ist teilweise ein bisschen Kreislauf. Genau, und es läuft im Endeffekt so: jeden Tag ist in einer anderen Zone diese Weltenerinnerung. Ihr könnt die so oft spielen, wie ihr wollt. Und die switchen, glaube ich, durch Dornegal, Schallende Tiefen, Heilsturz, Ashkahed und dann geht es wieder von vorne los. Ne? Und wenn ihr alle habt von den Dingern, dann könnt ihr die einfach einsetzen. Die droppen halt, ich glaube, bei Abschluss sind mir die gedroppt. Ist halt eine random Chance. Ich habe jetzt einige gemacht und teilweise 3, 4 Dinger hintereinander nichts gekriegt und teilweise Back-to-Back 2 bekommen. Also das ist ein bisschen random. Wenn ihr die aber nicht bekommt, wie gesagt, ihr könnt auch immer Haar kaufen. Und anscheinend habe ich jetzt verkackt. Habe ich zweimal die gleiche eingesetzt. Ups, ich habe anscheinend die zweimal die gleiche eingesetzt. Aber schaut, dann machen wir das jetzt gleich mal so und kaufen da noch eine aus dem Auktionshaus raus. Heilsturz. Anscheinend habe ich mich verschaut und hatte zweimal dieselbe. Naja, passiert auch. Einige wasted, aber für 1000 Gold holen wir uns die jetzt noch. Dann müsste man das Achievement kriegen und da seht ihr, haben wir einmal den Erfolg. Und dafür gibt es dann sogar auch nochmal ein Spielzeug und zwar haben wir Erinnerungsakkord, genau. Was macht das? Entfesselt eine Erinnerung an eure selbst. Okay, das können wir jetzt mal einsetzen, auch kurz mal testen. Ah, seht ihr? Da schreiben wir dann so. Ja, nicht schlecht. Genau, das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Nicht sonderlich schwer. Müsst halt nur ein bisschen was farmen oder vielleicht auch ein bisschen Gold ausgeben, wenn ihr das euch ersparen wollt. Juti, dann sind wir durch mit dem kleinen Erfolgsguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.